Yo, Lady, was geht ab? Tag 3 hier in New York und gestern war eine heftige Pro-Bro-Night am Start mit Tim. Wir waren richtig krass abfressen im Carmine's, so ein italienisches Restaurant. Die Aufnahmen haben wir mit Patricks Kamera gemacht, die werden dann auch folgen. Also wir haben uns, ich habe mir glaube ich so, ich sag mal so eine 2 Kilo Lasagne gegönnt. Man muss dazu sagen, die Portionen sind eigentlich für 4 Personen bestimmt. Das sagen sie dir auch am Anfang und wir haben das irgendwie erstens mal nicht wirklich gecheckt. Also beziehungsweise wir sind so euphorisch gewesen, dass wir gedacht haben, ja so groß sind die Portionen auch wieder nicht. Aber sie waren wirklich riesig. Also ich habe sicher, wie gesagt, es war sicher 2 Kilo Lasagne. Davor haben wir noch einen riesen 4-Personen-Salat gegessen. Ich und Patrick mit Käse und allem möglichen Stuff drin, Süßkartoffeln. Und danach hat es noch Dessert gegeben und das war wirklich, Leute, ich habe es nicht gepackt. Ich hätte es vielleicht gepackt. Ah, sicher hättest du es gepackt. Aber es war einfach nur primitiv. Ich habe noch nie so ein primitives Dessert gesehen wie dieses Dessert. Ich glaube, das war jedes Dessert auf der Karte zusammengefasst in einem riesen Ding. Es hat sich Titanic genannt. Aber wie gesagt, mehr dazu dann auf Pro Bro Lifestyle. Und wir gehen jetzt ins Beintraining auf leeren Magen. Das müssen wir jetzt machen. Das nennt man jetzt Schulden zahlen. Weil, wie gesagt, das waren gestern locker 4000 Kalorien noch in dieser Mahlzeit, wenn nicht mehr. Und das heißt, heute wird sicher mal das Frühstück geskippt. Das heißt, jetzt Training, danach Essen bei Chipotle oder Steakhouse, das schauen wir mal. Und ja, ich melde mich später wieder, Leute. Man sieht sich. Polska Genetics. Hardcore Natural Bodybuilding and more. So, wir sind gerade unterwegs. Heute ist das Wetter nicht ganz so geil. Ziemlich busy alles. Und ich muss sagen, New York stinkt auch zum Teil ein bisschen. Ähnlich wie in fucking Thailand. Kommt mir gerade ein bisschen vor vom Geruch. Auch ein paar ganz abgefuckte Leute hier. Die fluchen, am Telefon laufen. So Gangsters. Alles hier schon gesehen. Und wir suchen jetzt gerade das New York Sports Club Gym. Wir sind am ersten Tag in so ein kleines Gym gegangen, das eigentlich okay war. Aber die haben uns übelst abgezockt. Und jetzt gehen wir aus Prinzip dort nicht mehr hin. Suchen wir immer den New York Sports Club. Und falls das nicht jetzt gehen wir ins Gold's Gym. Verdammt laut hier, wie ihr seht. Kleine Impressions hier von New York. Das ist so ein bisschen ein anderer Stadtteil. So Leute, ich melde mich hier live aus Miami. Vielen Dank für all die Leute, die Geduld gehabt haben und die letzte Woche auf die Vlogs gewartet haben. Für die Leute, die da schon ungeduldig in die Kommentare geschrieben haben, wieso wir hier keine Vlogs liefern. Leute, setzt mal ein bisschen gesunden Menschenverstand ein. Überlegt euch mal, dass man vielleicht auch mal zuerst ein paar Tage sich einfinden muss, dass es noch sowas gibt wie Internet, das nicht überall gleich gut funktioniert, die Uploads dauern und man muss ja die Videos auch irgendwo noch schneiden. Also ja, wie gesagt, da ist es in der Regel gut, mal einfach ein bisschen zu überlegen und sich in unsere Situation einzufühlen. Und wie gesagt, wir sind jetzt am Start, wir sind jetzt hier in Miami, das Internet ist auch hier nicht gerade gut. Besonders Patrick hat hier extrem Mühe, seine Sachen auf Dropbox zu knallen. Also, beste Grüße, Leute! Ja, beste Grüße von ihm. Und was ihr jetzt hier seht, ist das zweite Training, das wir in New York hatten. Ich glaube, am zweiten Tag direkt. Es war ein ziemlich bescheidenes Training, um es mal so auszudrücken. Also wir haben zuerst noch Kniebeuge gemacht, schwere Kniebeuge, wobei es bei mir im vierten Satz zum Muskelversagen gekommen ist. Also ich habe die Stange nicht mehr nach oben bekommen und bin mit 165 Kilo, musste sie die Stange hinten fallen lassen. Patrick hat es leider nicht ganz geschafft, mich zu spotten. Das ist wie gesagt auch nicht einfach mit so viel Gewicht. Und er selber hat es dann auch noch durchgezogen. Ich selber auch, habe ein bisschen Gewicht reduziert und dann ein bisschen auf Reps gesetzt. Und das, was ihr hier jetzt seht, das ist nur eine spezielle Beinpresse, die ich ziemlich cool fand. Also es wäre jetzt nicht was, was ich immer machen müsste, aber es war mal eine coole Abwechslung zu der normalen 45 Grad Beinpresse. Wir haben danach noch einige andere Übungen gemacht, die wir jetzt hier gar nicht gefilmt haben. Ich habe, ehrlich gesagt, das Studio auch gar nicht wirklich würdig gefunden, um jetzt sein gesamtes Workout abzufilmen. Daher habe ich mir gedacht, ich filme einfach mal das, was irgendwie euch interessieren könnte und verbinde das Ganze mit meinem Vlog, mit meinem New York Vlog. Das hier ist jetzt der Versuch, die Glutam Races in diesem Studio auszuführen. Wir haben sicher 5 Minuten lang gesucht, bis wir einen Platz gefunden haben, bei dem es funktioniert hat. Es ist nicht überall gleich einfach und die Maschine gibt es sowieso in fast keinem Studio. Ihr seht jetzt hier der Patrick, ich habe es auch gemacht und wir haben jetzt momentan hier in Miami ein besseres Studio, wo wir auch die Übung besser ausführen können. Also es waren nicht die optimalen Umstände, wie gesagt. Und das Studio war im Allgemeinen
eben wie gesagt nicht wirklich speziell. Im Allgemeinen muss ich sagen, New York habe ich jetzt nicht so krass geil, also würde ich jetzt nicht so krass hypen, wie das einige machen, die schon dort waren. Mir hat die Stadt insgesamt gut gefallen, das Essen war der absolute Überknaller, aber rein sonst preislich überrissen. Das Hotel war so teuer, für das, was wir bekommen haben, absolut nicht würdig. Und auch die Leute waren zum Teil ziemlich scamös unterwegs. Also wir haben uns zum Teil auch richtig scammen lassen, wir sind selber schuld. Aber man lernt aus Fehlern. Das nächste Mal, wenn ich nach New York komme, mache ich einiges besser. Und ja, so viel dazu. Ihr seht jetzt dann hier noch meine Glutam Raises. Und dann geht es dann auch schon weiter mit dem Vlog vom restlichen Tag. Ihr werdet dann noch sehen, was da noch passiert ist. Ziemlich viel Scheiß, um genau zu sein. Und so wird es jetzt weitergehen, Leute. Also ihr könnt von mir persönlich jetzt mit 3 Vlogs vielleicht pro Woche rechnen. Und ich werde dann auch schauen, dass ich hier weiterhin fachspezifische Videos machen kann. Ich habe besonders in Bezug auf die Ernährung noch ziemlich viel, dass ich loswerden möchte. Ich bin da selber ein bisschen geschult worden in der letzten Zeit. Und hier in Amerika ist das Ganze schon um einiges weiter, als sie es hier haben. Ich bin jetzt auch mit Patrick hier neue Produkte am Testen, ein neues Supplement im Bereich Mikronährstoffe, was ich euch dann bald auch zeigen werde. Also wir sind da dran, für euch noch einiges rauszuholen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Patrick, wie gesagt, gibt sich Mühe, seine Videos auch so bald wie möglich rauszuhauen. Er hat ein paar richtig geile Aufnahmen gemacht von einem Restaurantbesuch von uns. Und ja, ich danke euch wie schon mehrmals für den ganzen Support. Ich hoffe, dass wir jetzt hier in diesen 10 Wochen wirklich geile Videos machen können für euch. Es macht auch mir Spaß, Patrick sowieso. Und gebt uns wie immer auch Inputs, Feedbacks, was ihr sehen wollt. Momentan sind wir in Miami. Am Donnerstag geht es dann ab nach St. Petersburg zu Elliot. Also seid gespannt, was noch kommen wird. Und für Inputs sind wir immer gerne offen. Jetzt besonders, vielleicht für Miami ist schon fast wieder ein bisschen zu spät. Ihr könnt aber mal sagen, was abgeht. Und sonst sicher Kalifornien, Vegas. Und ja, ich danke euch und lasse euch jetzt mit dem Vlog weiterhin. Bis bald. So Leute, Training soweit durch. Immer noch leicht verjetlaggt, beziehungsweise man merkt einfach, dass der Biorhythmus noch nicht sich komplett eingestellt hat. Ich merke es jetzt ziemlich gut. Ich habe darüber erst gerade ein Video gemacht. Und war trotzdem okay. Wir haben gesquattet. Leider bei mir Muskelversagen gegeben. Und jetzt gehen wir ins Chipotle, wenn wir es finden. Sollte eigentlich hier gerade irgendwo um die Ecke sein. Wir haben gesagt, entweder Outback Steakhouse oder Chipotle. Und zum Outback hätten wir jetzt mit dem Auto, mit dem Taxi 15 Minuten. Und das ist gerade ein bisschen weit weg, weil Outback gibt es so gut wie überall. Chipotle auch, aber wie gesagt, da findet man wenigstens direkt zu Fuß. Yeah. Yeah. Peace out. So crazy, ja? Huh? Crazy. So Leute, einige Stunden später, wir sind danach ins Chipotle essen gegangen, aber ich war so im Arsch, ich habe vergessen zu filmen. Direkt nach Hause gekommen und einfach mal weggepennt eine halbe Stunde. Er hat ein bisschen Zeug organisiert. Jetzt gehen wir zum Empire State Building und gehen dort mal rauf und schauen, wie die Aussicht ist. Und danach noch was Kleines mampfen, Kaffee trinken müssen wir jetzt auch noch. Heute noch keinen Kaffee gehabt. Hier nochmal, jetzt laufen wir gerade durch beim Carmines. Leute, es wird morgen oder wann, wenn auch immer bei Patrick sowieso noch auch im Vlog erscheinen, aber das ist einfach place to be hier in New York. Und wenn man sich auf normale Portionen festlegt, dann ist es sogar günstig. Für die Lasagne, die locker 2 Personen gereicht hätte, eigentlich 4, aber ich sage jetzt mal 2, weil wir hier Bodybuilder am Start haben, die uns zuhören. Dann hättet ihr $32 gezahlt für diese Lasagne, exklusive Taxes, also circa mit Getränken vielleicht seid ihr ab 40 Euro schon am Start. Und das in New York, wenn ihr es jetzt nicht allzu teuer haben wollt. So, und da sind wir direkt wieder beim State Building, beim Times Square. Habt ihr schon gesehen und ich melde mich nachher wieder auf dem Weg zum Empire State Building. Yo, guten Morgen Leute, Mischa hier und ihr habt es vielleicht gemerkt, es hat einen ziemlichen Zeitsprung gegeben. Eigentlich war ich ja gerade unterwegs zum
Empire State Building und dann ist mir ziemlich viel Scheiße passiert, um genau zu sein. Meine verfickte Brieftasche ist verloren gegangen. Ich bin selber schuld, mehr oder weniger. Der Typ, als ich in den Bus eingestiegen bin, der Touri-Guide, der hat gesagt, zeig mal deine Brieftasche. Dann habe ich sie so rausgenommen und dann hat er gelacht, weil er die gleiche hatte, also die Bad Motherfucker Brieftasche von Pulp Fiction. Und aus irgendeinem Grund habe ich sie dann nicht mehr zurückgesteckt, sondern mit mir auf den Schoß gelegt oder auf meinen Rucksack gelegt, den ich hier dabei habe. Und dann sind wir ziemlich kurzfristig ausgestiegen und da ist sie wohl liegen geblieben. Auf jeden Fall haben wir dann 2 Stunden lang versucht, die scheiß Brieftasche wiederzubekommen. Haben die Busse abgecheckt, beziehungsweise haben geguckt, dass die irgendwie Kontakt zueinander aufnehmen. Alles für nix gewesen. Ins Empire State Building sind wir dann auch nicht mehr gegangen. Aber als wir dann nach Hause gekommen sind, ich wieder mal ein bisschen runtergekommen bin, haben wir uns dann, wie gesagt, entschieden, noch essen zu gehen, beziehungsweise Patrick hat uns ins Taos gebracht. Und es war einfach nur eins der geilsten Restaurants, das ich jemals war, wirklich. Also mit Abstand der absolute überspitzenmäßig von A bis Z, Location, Service, Essen sowieso, 9,5 für mich von 10 an dieser Stelle. Also wenn ihr jemals in New York seid, wo gibt es das Teil auch noch? Es gibt es auch in Vegas. Und in Vegas werden wir eine ProBro Lifestyle-Serie machen. Das ist ein Hammer-Restaurant. Ja. Allgemein gibt es ganz, ganz gute Restaurants in L.A. Ja. und in Vegas. Und da werdet ihr noch einiges sehen. Also gestern waren wir, wie gesagt, hier in New York. Und es war jetzt nicht so geplant. Also wir haben auch keine Cams dabei gehabt. Wir haben nicht mal ein Foto gemacht, weil es so dunkel war da drin. Das Konzept ist ziemlich speziell, so mit einem Buddha in der Mitte. Also lasst euch überraschen. Wir werden auf jeden Fall nochmal gehen. Es war wirklich eins der besten Essen, also die Vorspeise war genial, der Hauptgang. Ich habe mir alles empfehlen lassen vom Kellner. Das mache ich immer gerne in solchen Restaurants, weil die wissen genau, was das gute Zeug ist. Dann habe ich mir so ein Sea Bass, also so ein Fisch, empfehlen lassen zur Vorspeise. So gebrannter Reis mit Thunfisch, Thunfisch-Tatar. Und zur Nachspeise habe ich mir noch so einen Schokoladenkuchen gegönnt, der innen drin mit flüssiger, heißer Schokolade gefüllt war und Kokosnuss-Eiscreme. Also nicht zu beschreiben. Die Toilette war auch geil, das checke ich auch immer ab bei den Restaurants, wenn ich so ein bisschen einen Test mache und eine Bewertung will, fließt so das Wasser plötzlich die Wand hinunter, man kann ordentlich an die Wand schiffen, das ist ziemlich, ziemlich innovativ das Ganze. Und ja, jetzt habe ich natürlich immer noch so ein bisschen Funken Hoffnung, dass das Teil heute irgendwie noch hervorkommt. Es waren 2 Kreditkarten drin, meine Hotelkarte ist drin, alles mögliche ist drin in diesem scheiß verdammten Portemonnaie. Also es wäre richtig kacke, wenn ich es nicht mehr finden würde. Machen kann ich jetzt auch nichts mehr. Wir gehen jetzt frühstücken und danach gehen wir in den Central Park. Unter anderem in den Central Park. Also wir nehmen die Kamera heute mal mit und schauen, was geht. Und ich sag bis später.